Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Maya von Stempelhexi Maxi und ich möchte gerne heute mit euch diese Box basteln. Und wie die geht, das zeige ich euch jetzt. Und wir brauchen dafür nur ein bisschen Farbkarton, ein bisschen Designerpapier und ein bisschen Band da oben. Und dann sind wir schon fertig. Und wie die geht, das zeige ich euch jetzt. Ich schwenke mal auf meinen Schreibtisch. Ich habe euch ja gerade diese Box hier gerade gezeigt und was wir jetzt für diese Box benötigen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall einen Farbkarton, einen DIN A4 Farbkarton und wir brauchen noch ein bisschen Designerpapier. Ich habe jetzt hier dieses tolle Papier genommen und zwar ist es elegante Töpferkunst. Ich habe nicht das Stempelset dazu, aber ich habe mir das Designerpapier besorgt. Ich kann euch das ja noch mal zeigen. Das ist ja aus dem Jahreskatalog. Das hat also ist ein richtig schönes Herbstpapier im Grunde genommen mit Vor- und Rückseite. Hier haben wir Malve. Hier haben wir so ein bisschen grau und gittermäßig. Hier ist so mal total Malve drinne. Hier ist auch dieses, wartet mal, das Grau ist das Kieselgrau, genau, Kieselgrau, hier ist das Kupferbraun und Kupferbraun ist hier drinne, genau, Abendblau ist hier drin, also richtig schöne Farben finde ich hier, oh, das ist so ein cool, oder, Faungrün, würde ich jetzt sagen, ist auch hier mit drin, ja, genau. Und das ist das, was wir benutzen. Auf der Rückseite ist es dann so bräunlich. Sieht auch so wie so ein bisschen Schneegelande, sage ich jetzt mal so, was man so an ein Fenster machen könnte. Ja, hier haben wir es so ein bisschen verwaschen, sage ich mal. Das ist richtig schönes Papier. Das finde ich auch richtig toll. Hier haben wir wieder das in Blau. Also ich finde das Papier so schön für den Herbst. Und da habe ich gedacht, und da ich ja jetzt auch eine Box in herbstlichen Tönen machen möchte mit euch, habe ich mir gedacht, das benutzen wir jetzt mal. Und dazu benutze ich dann noch ein das tropisches Blatt. Und zwar nehme ich da den Spruch für dich raus. Das ist ja noch im Online-Shop in den Exklusiven drin. Also wer es ja noch haben möchte, ist ja auch hier aus Klarsichtstempeln. Oh Gott, heute habe ich aber Wortfindungsschwierigkeiten. Ja, genau. Und das nehmen wir dann als Spruch noch mit drauf. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem Farbkarton. Ach ja, vorab muss ich euch ja noch sagen, wir haben ja, diese Woche ist ja nur noch bis zum 31. könnt ihr eure Gutscheine einlösen. Dann haben wir noch das mit den Kreativsets. Das geht auch nur noch bis Ende des Monats, wo ihr ja unheimlich viel Geld sparen könnt. Da haben wir ja, glaube ich, um die circa 30% pro Kreativset. Schaut noch mal in den Online-Shop nach, falls euch noch was gefällt. Bestellt euch das, bevor es nachher wieder den normalen Preis hat. Bietet sich an, jetzt ein Schnäpperchen noch zu machen. Genau. Und ansonsten, wer noch den Katalog haben möchte, den neuen Mini-Katalog. Wo ist er denn? Ich darf ihn ja noch nicht öffnen, aber wer diesen noch haben möchte, kann sich gerne bei mir melden und bekommt ihn kostenlos zugesendet. Ja, ab dem 6. September können wir dann aus dem Katalog dann bestellen oder könnt ihr aus dem Katalog bestellen. Ich habe ja eine Vororder bekommen, weil ich bin ja Demonstratorin. Wir dürfen ja immer alles früher haben und sehen und ausprobieren. Das ist der Vorteil bei den Demos. Ja, und ihr könnt bestellen ab dem 6. September dann. So, also wer noch einen benötigt, meldet euch. So, wir fangen jetzt aber an mit der kleinen süßen Verpackung. Ich finde sie Träumchen. So, und zwar fangen wir an. Erstmal. So, wir starten jetzt mit dem Farbkarton. Und zwar in den Maßen, wir schneiden uns erstmal den Farbkarton zu. Und zwar in 21 mal 23 cm. 21 haben wir schon. Brauchen wir ja nur noch mal die Länge von 23 cm. Also schieben wir das Papier auf die 23 und schneiden uns das ab. Dann bleibt nur ein Streifen übrig. Und dann legen wir die 21 cm oben an der langen Seite an und dann falzen wir bei 5,5 cm. Dann bei 14 cm
Wir schieben immer das Papier weiter auf die 14 und dann geht es auf 19,5. So. Jetzt drehen wir das Papier um, dass wir hier oben die 23 cm haben. Und dort falzen wir bei 1 cm, da lege ich das mal hier drüben an auf der Seite, weil ich dann hier die längere Seite habe zum Anlegen und dann weiß ich auch, dass es gerade ist. 1 cm, dann drehen wir das Blatt um und falzen es bei 6,5 cm. Dann bei 12 cm. Und bei 17,5. So. Und dann können wir den Papierschneider auch schon weglegen. Jetzt brauchen wir eine Schere. Ich nehme mal hier eine größere, weil ich dann besser mit schneiden kann. So, wir legen das Papier jetzt mal so an, dass wir hier die Klebelasche haben. Und hier oben haben wir auch eine schmalere Lasche. Und die lassen wir oben. Also die schmale Lasche liegt jetzt oben sozusagen. Hier unten ist der Boden, den schneiden wir uns jetzt erstmal ein. Ganz normal nur gerade einschneiden. Das kriegen wir ja hin. Na, wirst du wohl wollen. So, genau. Und hier unten die Klebelasche, die können wir natürlich abschneiden. Die benötigen wir nicht. Klebe ich auch ein bisschen schräg. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Und jetzt schneiden wir oben noch. Und zwar schneiden wir erstmal das schmale Teil weg bis zum dritten Kästchen. So, weil die brauchen wir dort nicht. Dann schneiden wir uns das hier mal ein. Und die letzte, die lassen wir auch noch hier stehen, schneiden uns hier aber diese Klebelasche weg, schneiden uns auch hier die Klebelasche weg. So, und eins, und zwar das hier, das können wir wegmachen, weil das brauchen wir nicht. Genau, eins können wir abschneiden. So, dann ist es der Abfall, der kann weg. So, und dann sieht unsere Box erstmal so aus. Jetzt können wir das auch erstmal alles falten mit dem Falzbein. Die sind ja hier oben ein bisschen lang, dann diese Klebe, also diese zum Zusammenfalten. Und die halbiere ich mir jetzt noch. Neben dem Deckel praktisch. Rechts und links wird halbiert. Das ist mir zu viel. Brauchen wir nicht. Muss auch nicht gleich sein. Ist jetzt nicht schlimm, wenn es nicht gleich ist. So, und dann können wir die auch schon eigentlich zusammenkleben. Dann hätten wir nämlich unsere Box schon fast fertig. Aber nur fast. So. Dann schön auf die Kante. Und andrücken. So, genau, dann haben wir es mir schon soweit fertig. Dann können wir den Boden machen. Jetzt gucken wir mal. Die Klebelasche ist, die aber so gut verklebt hier vorne, aber die sieht man ja nicht. Hier ist der Verschluss, das heißt, es geht nach vorne. Ich möchte, dass es ja schön aussieht, das heißt, die Lasche, die hier praktisch ist, die geht nach hinten, dann haben wir hier vorne nämlich einen wunderschönen Abschluss. Ja, so. Dann machen wir hier Flüssigkleber drauf.
kleben die zu. Erstmal noch die. Und dann kommt zum Schluss diese hier. Dann packen wir sie nach unten und dann gehen wir mit dem Falzbein von innen nach und ziehen, drücken das alles ein bisschen an, damit der Kleber dann anzieht. So, dann wäre unsere Box soweit eigentlich schon fertig. Wobei ich sagen muss, ich möchte mir die hier mal noch kurz anschneiden. So. Und die hier auch. So. Das ist besser. Und hier vorne, das mache ich, schneide ich mir auch noch ein bisschen an, die Klappe. Weil dann geht sie besser zu nachher. So, dann mache ich mal den Papierrest jetzt hier weg. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal um das Designerpapier, weil so ist unsere Box dann schon mal fertig und wir können sie hier verschließen. So, so sieht sie dann erstmal aus, die Box. Unspektakulär. So, jetzt nehmen wir unser Designerpapier. Da hatte ich mir ja diesen Bogen rausgesucht. Und den brauchen wir jetzt. Da schneide ich mir jetzt erstmal, lege ich mir hier an, schneide mir bei 6 Inch das einfach mal ab, weil ich brauche nicht so viel. Nehme ich mir das hier nochmal in 6 Inch. So, und zwar brauchen wir jetzt 4 Streifen in den Maßen 10,5 mal 5 cm Breite. Das heißt, wir haben ja jetzt sowieso zu viel. Wir haben jetzt hier 10,5, schneide ich mir jetzt hier ab. Und brauche jetzt 4 Streifen in 5 cm. Genau, 5 cm. Und das Papier ist 10,5, genau. So, in 5 cm Streifen. Kriege ich 3 Stück jetzt hier raus. Dann nehme ich mir das nächste, mache mir hier erstmal 5 cm und kürze mir diesen wieder auf 10,5. Dann habe ich hier mir meine 4 Stück und dann brauchen wir noch 2 Stücke in 5 cm. Warte mal. 5 cm haben wir mal 5 cm. Das ist nochmal für den Deckel. 2 Quadrate, 5 mal 5 cm. Habe ich mir jetzt praktisch den Rest hier genommen. So, die habe ich dann auch schon mal fertig. Und diese 4 Stücke, die wir gerade uns zugeschnitten haben in 10,5 mal 5 cm, die falzen wir jetzt noch oben und unten bei 1,5 cm. Dann können wir den Papierschneider jetzt weglegen. Ich mache mal den Rest Papier hier auch weg. So, dann nehmen wir unsere Box erstmal zu uns. Hier ist offen. Ich lasse die mal jetzt offen, damit ich weiß, wo das Geöffnete ist. So, und falzen das hier erstmal alles nach. Wo ist denn jetzt? Ach, da ist er. Gut. Nehmen unser Papier, falz unser Papier, Falzbein und falzen jetzt das erstmal nach. Unsere Falzlinien. So, genau. Dann legen wir praktisch, vorher müssen wir die noch über ein Falzbein ziehen, damit die eine Wölbung bekommen, weil wir wollen das ja hier so ein bisschen gewölbt haben, das Ganze. Damit es gewölbt ist, ziehen wir das alles mal über das Falzbein noch. Dann wölbt sich das schon von ganz alleine.
Geht gut, was? So, genau. So, jetzt haben wir das Gewölbte, dann können wir das nämlich schon hier so ankleben. Und oben kleben wir nicht das an, sondern wir kleben die Falzlinie praktisch an, sodass wir dann, Moment, ich zeige es euch, wir kleben es so. Und hier oben kommt die Kante, dann habt ihr die Wölbung drinne und das steht so ab, so wie wir es hier auch haben, im Grunde genommen bei der Box. Da haben wir hier auch ringsherum so einen stehenden Rand. Ja, so, und dann fangen wir mal an zu kleben, würde ich sagen. Ich mache das hier mit Flüssigkleber. So, genau. Und jetzt können wir so oben ankleben. Da gehe ich hier oben an die Falz, bin ich im Bild, ja. Hier oben an die Kante und mache ganz wenig Tomo ran. Ich sagte wenig, nicht viel. So. Und klebe das dann hier fest. Wartet mal kurz. Genau hier oben an die Kante. Bisschen unhandlich gerade, aber es geht. So. Und leicht andrücken. So, und dann wäre unsere Box eigentlich schon fast fertig, aber wir wollen ja den Deckel noch machen. Den hole ich mir mal jetzt raus. Dafür haben wir uns ja die zwei Stücken Designerpapier in 5 cm mal 5 cm gemacht. Ihr müsst euch natürlich so vorstellen, die Box so hinstellen, was vorne ist bei euch dann. Ne? Da, wo man sie öffnet, ist natürlich vorne. Ich möchte jetzt ja noch, ich habe ja hier noch ein Band festgemacht. Und dieses Band habe ich ja hier durchgezogen. Das heißt, ich habe mir vorher ein Loch gemacht. Wobei, das kann ich auch hinterher noch machen. Wir kleben jetzt erstmal das Designerpapier auf. So, und von innen auch klebe ich mir das auch so auf. Drehe es um und klebe es dann innen drin auch rein. So, wenn wir das gemacht haben, nehme ich mir hier eine Matte, Stempelmatte oder wie man die nennt. Und dann nehme ich hier mir meinen Aufhebhelfer mit dem Piekser, sage ich jetzt mal, und mache mir hier ein Loch rein, genau mittig. Durch alles durch, damit ich da dann das Band durchziehen kann. So, ich habe jetzt hier Armblau noch gefunden, ein schmaleres Band, weil die Bänder, die sind zu breit und die kriege ich doppelt ja nicht durch. Ja, da müsste ich dann irgendeinen Krater machen als Loch und es ist mir zu groß. Und deshalb musste ich jetzt erstmal eine Weile suchen und habe hier noch ein Armblauband gefunden. Und das werde ich jetzt da durchziehen. Passt ja auch, ist ja auch mit dem Papier drin, Armblau. Daher ist es alles wunderbar. So, und jetzt versuche ich mal noch dieses Band hier durchzukriegen. Mal schauen, ob das so einfach geht, wie ich es mir denke. Jawohl. Dann habe ich es durch, kann es durchziehen und habe hier meine Schlaufe, die ich dann natürlich hier auf der Rückseite kürzen muss.
So. Dann haben wir die Geschichte mit dem Band auch geklärt. Sehr schön. Ja, naja, muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. So. Für alles gibt es eine Lösung. So, jetzt hätten wir jedenfalls unsere kleine Box schon mal fertig. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Und jetzt dekorieren wir sie noch. Nicht viel, nur ein bisschen. Und dafür wollte ich mir den Spruch nehmen aus dem tropischen Blatt für dich. Den stempel ich mir jetzt in Malve. Da ist er für dich. Genau. Nehme ich mir mal noch einen Stempelblock. Na, passt der hervorragend. Genau, dann nehme ich mir mal ein Stück Restgrundweiß hier. In Malva haben wir gesagt, stempeln wir den, ja, genau. Finde ich nämlich gut. So. Tada! Genau. Und dann stanzen wir den noch jetzt aus. Ich habe mich jetzt für das doppelte Oval hier entschieden, für die Stanze. Weil das passt sehr gut dazu und passt auch super rein. Genau. Dann nehme ich mir noch doppelte Abstandspads. Auch diese müssen mal aufgebraucht werden. So, dann müssen wir noch mal gucken, wo vorne ist. Aha, hier seht ihr, hätte ich nämlich fast falsch geklebt hier. Dann kleben wir das hier nämlich vorne an. Für dich. Ist ja am einfachsten, die passen ja immer, die Basics, ne? Ja. Machen wir uns da einen hin, einen oben in die Ecke. Und ein Steinchen auch hier unten hin. Und dann ist unsere Box auch schon fertig, ihr Lieben. Schaut mal, hier habe ich diese Box und hier habe ich diese Box. Die ist hier ein bisschen mehr gewölbter, weil ich habe die hier oben nur einen Abstand genommen mit 1 cm. Oben und unten 1 cm. Dadurch ist es hier natürlich gewölbter. Das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er das lieber so haben will, dass es mehr gewölbt ist. Und jetzt haben wir die Form gemacht mit 1,5, unten gefalzt mit 1,5 und oben. Und dann ist die Wölbung zwar auch da, aber nicht so extrem wie bei dieser hier. Ne? Das kann man sich ja dann aussuchen, wie man möchte. Aber ich finde beide Boxen sehr, sehr schön. Mir gefällt es sehr gut. Mal gucken, ob ich die nicht auch noch zu Weihnachten mache oder zu Halloween, schauen wir mal. Genau, kann man jedenfalls toll in die Massenproduktion gehen. Und man kann auch ein bisschen mal Reste von Designerpapier aufbrauchen, wenn man so viel davon hat, ne? Ja, ich wünsche euch jetzt jedenfalls noch eine wunderschöne Restwoche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Däumchen hoch, ihr Lieben. Ja, ansonsten viel Spaß beim Nachbasteln und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.